Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Final Fantasy 7. Wir sind oben angelangt und müssen an einem Chocobo-Rennen teilnehmen. Yay. Ich hoffe mal, dass es nicht so schwierig wird. Weil ich bin in sowas eine echte Niete. Aber wir probieren's. Hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Hi Joe. Hallo Esther. Du bist hübsch wie immer. Schleimer. Danke. Darf ich bekannt machen? Cloud. Das ist Joe, einer der besten Jockeys. Nett, dich kennenzulernen, Cloud. Wenn du zu Esther gehörst, dann... Richtig, er ist ein aufstrebender Jockey. Er ist erst seit einem Tag hier und hat es schon hier heraufgeschafft. Was? Ach so, ich verstehe. Also, was hast du da unten gemacht? Entschuldigung, wird nicht nach der Vergangenheit gefragt. Sehr interessant, ich habe das Gefühl, wir sehen uns wieder. Na dann, bis später, Cloud. Ich sehe mal nach dem Chocobo, warte einen Moment. Okay, ich warte mal einen Moment. Okay, der will nichts sagen. Ich habe dir nichts zu sagen. Dankeschön. Werd nicht übermütig. Andere spielt keine Rolle mehr. Wenn du erstmal im Rennen bist. Das Rennen fängt gleich an. Die Jockeys für das nächste Rennen bitte zum Sattelplatz. Ich wiederhole. Oh, die gehen schon alle? Materia Ramu. Leute, jetzt hätte ich was übersehen. Die Materia. Das war jetzt ein ganz, ganz dummer Zufall. Darf ich schreien? Cloud! Ja, Esther? Danke, dass du gewartet hast. Das ist ein Chocobo, den ich selbst trainiert habe. Der verliert nicht leicht. Oh ja, weißt du, wie man auf einem reitet? Wie war das nochmal? Ja, komm, ich klär's mal nochmal. Also, zuerst Touchback drücken. Entweder Auto oder manuell. Wir machen Auto. Damit kann man entweder selbst die Kontrolle übernehmen oder Chocobo allein rennen lassen. Es ist aber ziemlich schwierig, den Chocobo dazu zu bringen, so zu laufen, wie du es willst. Wenn der Chocobo dich nicht mag, folgt er dir nicht. Daran ist nichts zu ändern. Aber die meisten Chocobos, die ich dir gebe, sind sehr sauber, okay? Mit Viereck kannst du beschleunigen. Okay, Viereck beschleunigen. Exist bremsen. Ja, es gibt eine Ausdauer, das weiß ich schon. Mit der Richtungstaste, ich lenke mit dem Analogstick. Nach links oder rechts lenken. Mit Kreis bekommst du einen Geschwindigkeitsschub, alles klar. Aber dafür sinkt schnell die Ausdauer. Also Viereck beschleunigen, X bremsen und Kreis Beschleunigungsschub. Beschleunigungsschub. Hab schon gesagt. Manche Chocobos sind eher wild und rennen nicht gleichmäßig. Sie haben deshalb auch keine große Ausdauer. Bei diesen Chocobos solltest du die manuelle Steuerung wählen, damit du ihre Geschwindigkeit drosseln kannst. Noch ein letzter Rat für Eilige. Wenn der erste, zweite Chocobo die Ziele überschreiten haben, drückt Options, um das Rennen zu beenden. Achso, das heißt, wenn ich nicht erster bin, soll ich das Rennen sofort beenden. Alles klar. Dann viel Glück. So. Okay. Okay, der denkt sich schwerer als gedacht. Muss ich vielleicht die ganze Zeit wegdrücken? Oh, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Ja, als es aussieht, ne? Glaub mir. Er weiß aber auch nicht, dass ich gerade machen möchte, ne? Aber ich glaube, ich bin Vorletzter. Oh ne, ich glaube, ist vorbei, oder? Ja, ist vorbei. Pech.
Du warst in einer schwierigen Lage. Ich hol dir einen besseren Chocobo. Warte hier, ja? Na toll. Zum Glück muss ich das Rennen nur machen. Das Rennen fängt gleich an. Ja, ich wiederhole. Es ist scheiße. Irgendwie war das jetzt nicht... Hätte ich vielleicht jetzt... wenn ich erster sofort gewesen wäre und eine bessere Belohnung bekommen vielleicht? Aber es war auch schwierig, den Chocobo jetzt zu lenken. Ja, das war... nicht gut. Tja, Cloud, ja. Achso, ich habe mit dir reden schon. Danke, blablabla, das kann ich schon. Ja, das ist ein Chocobo, das jetzt trainiert hat, vielleicht nicht. Aber weiß ich mal, ja, ich weiß es. Dann viel Glück. Mal schauen, ob es jetzt besser geht. Denkt man doch mit der Rechnungstasse. Das ist ja nicht so einfach. Das ist wirklich nicht einfacher. Okay, ich bin Zweiter. Alter, was ist das denn für der Typ da oben? Was macht der denn? Oh, aber ich habe ihn zum Teil eingeholt, ne? Haha, ich bin Erster. So. Darf ich bloß keinen Fehler machen? Ich muss auf jeden Fall so dafür sorgen, dass... Nein, nein, nicht die Kontrolle verlieren. Wenn ich die Kontrolle verliere, ist scheiße. Okay, der eine geht mir auf den Sack. Okay, ein bisschen beschleunigen. So. Das Ziel hier. Jetzt bin ich Erster. Ja! Ja! Sehr gut! Geil! Nice! Sehr, sehr gut! Das war jetzt besser. Aber da habe ich auch Glück gehabt, dass der erste Platz irgendwie, also schön an Geschwindigkeit verloren hat. Und ich glaube, ich habe auch die Kurven besser bekommen diesmal. Achso, ich muss aus Fenster drücken. Herzlichen Glückwunsch! Jetzt ist alles bestens. Ach ja, der Besitzer hat mir gesagt, ich soll dir diesen Brief geben, falls du gewinnst. Junge, wenn du diesen Brief liest, dann musst du gewonnen haben. Und einen Sieg errungen haben, den du bestimmt verdient hast. Ich habe von Esther was über dein erfahren. Dass du gewonnen hast, verspreche ich dir, dass du mit all deinen Freunden begnadigt wirst, dass ihr alle freigelassen werdet. Ich habe auch sozusagen als Entschuldigung ein kleines Geschenk für die Reise vorbereitet. Es tut mir leid, dass ich es dir nicht persönlich sagen kann, aber ich bin ein sehr beschäftigter Mann. Mit freundlichen Grüßen, Dio. Ein Geschenk? Cloud, ist das nicht fantastisch? Der stellvertretende Geschäftsführer ist gerade vorbeigekommen und hat einen Buggy für dich. Ein Buggy? What? Für dich dagelassen. Jetzt können wir ohne Probleme durch Wüsten und Flüsse fahren. Wow, geil. Gut, Cloud. Ich warte draußen. Der Brief geht noch weiter. PS, ich habe vor kurzem Sephiroth kennengelernt. Er muss viele Anhänger unter Jungs deines Alters haben. Warum besorgst du dir nicht sein Autogramm? Er scheint südlich des Flusses nach Gongorga gereist zu sein. Sephiroth. Es heißt es also Abschied nehmen. Ja, na, wenn du je einen eigenen Rennen Chocobo hast, komm wieder vorbei. Ich kümmere mich um deine Anmeldung und alles andere. Bis dann. So, jetzt sollen wir wieder tiefer rein, ne? Obwohl, boah, Kate Sith hat auch viel Gesundheit, ne? Aber Eris hat die Eilung. Eilung, wir kennen es nicht. Das ist erstmal so. Oh, warte, ich nehme mal so. Kann ich Matera tauschen noch, oder? Okay. Machen wir erstmal so. So, fährst du den Buggy. Drücke X, um einzusteigen, drücke Kreis, um auszusteigen. Buggys können niedrige Flüsse und Wüsten durchqueren. Mit einem Buggy kannst du selbst in die Costa del Sol und Junon vordringen. Fahre einfach auf dem Frachtschiff mit. Okay, warte, gehen wir erstmal wieder zu... Wir gehen zu Gold, das wieder erstmal zurück. Wo war das nochmal? Nur kein Kamm. So. Okay, das ist voll cool.
Was ist das denn? Achso, das ist. Ah, stimmt, von hier aus komme ich schon zu Dings. So. Warte mal. Okay, ich muss aussteigen, damit ich hier rein darf. Okay. Ich will mal kurz zu Goldshaus, ich will mal was noch machen da. Also, ich hab gehört, da soll was Gutes geben. Ja, komm schneller bisher. Ach, das geht nicht? Okay, alles klar. Aber dass man das immer wieder gucken muss, ist schon ein bisschen scheiße. Na gut, für mich kein Problem. Willkommen im Goldshaus, ja, ich weiß. Ich spreche mal erstmal, ich werde jetzt nicht die Folge beenden, aber ich spreche mal trotzdem. Damit wir. Oh nein, ich bin so ein Idiot. Kann ja nicht speichern, ich bin voll Horst. Oh ja, ja. Ich habe nur 3000, sorry. Ja, ja. Okay, ich wünsche euch viel Vergnügen. Ja, ja. So, gehen wir weiter. Chocobo ist da. Was ist das hier? Okay, aber ich spiele Round Event. Speed. Ghost. Station. Was ist Station? Achso, da komme ich wieder hier hin, ne? Dann gehen wir mal hier rein. Hier, okay, da ist die Beta-Arena. Gehen wir mal in die Beta-Arena, sondern schon gucken, was hier ist. Entschuldigung, der Eingang ist für die angemeldeten Kämpfer. Bitte trag dich hier ein. Hast du schon gehört? Was Schreckliches ist passiert. Auf zwei Leiter vom Personal und ein paar schnellere Soldaten ist geschossen worden. Die Soldaten sind sofort umgekommen, aber die Leute vom Personal leben. Willst du dich für den Kampf eintragen? Ja, ich kann das nicht leider. Ich habe kein Geld. Willst du dich für den Kampf anmelden? Scheiße, nicht genug GP bei uns zu haben. Es ist arschig, Mann. Ja, okay, dann muss ich Chocobos ran wohl machen, ne? Anders krieg ich wohl die GPBs nicht. Was sind Ghosts? Also, geh mal überall mal rein, schau. Danke für den Besuch. Willst du ein Zimmer? Komm, Zimmer empfangen. Okay, hier kann man wohl was kaufen. Willkommen! Was habt ihr so schönes? Echo-Bombe brauchen wir nicht. Okay, eigentlich brauchen wir nichts, ne? Trank aber auch noch viel. Und tschüss. Gehen wir nach oben. Mein Herr, bitte tragen Sie sich im Empfang ein. Nee, dann gehen wir nicht hin. Dann gehen wir wieder zurück. Was ist denn Speed hier? Dann gehen wir mal zu Speed. Wow, eine Falltür. Geil. So. Station. Sieht aus wie eine Achterbahn, oder? Gehen wir mal rein. Oh, das sieht wirklich aus wie eine Achterbahn. Gift. Smauer See? Ja klar. Hilfspunktzahl Cloud. Okay. Du bekommst einen Preis, wenn du mehr als 3000 Punkte erhältst. Also viel Spaß. Regeln für diese Attraktion kennen? Ja. Die Super Achterbahn ist eine Attraktion, in der du losrast, schießt und alles erschreckst. Du zerstörst alles mit einem großen Knall. Ganz einfach, oder? Oh, zum Schießen. Kreis und der Balken an der linken Seite des Bildschirms ist die Kraftanzeige. Wenn er voll ist, macht er Boom. Und wenn er leer ist, macht er und wird schwach. Also sei vorsichtig. Also, wenn du unter den ersten drei bist, dann kommst du in den Rundesmauer. Hier geht's um eine Anmeldung, mein Herr. Okay.
Ey, alles kostet diese Scheiße. Ich hab kein Geld, ich bin arm. Okay, was gibt's hier eigentlich noch? Also Battle? Wonder waren wir noch nicht, ne? Doch, Wonder waren wir. Also Round, also wir haben Battle, Ghost, Station, Round. Was ist Round? Oh. Okay. Das macht 3 GPW. Wie kriege ich verkackt nochmal GPW? GPW sag ich schon, GP. Na komm, dann, ja, dann müssen wir halt die Chocobos machen, ne? Geht nicht anders. So, ab nach oben. Möchtest du die Chocobos-Karten kaufen? Ja. 2 Energie. Einverstanden? Ja. Welchen Rang möchtest du wählen? Machen wir B. Eine Wette kostet 2 Energie. Das ist das nächste Rennen. Okay. Und so. Ach so, R1 und R1 ist umwechseln. Wow, okay, warte. Ausdauer 100 Dings. Okay, wir sagen mal zwischen, er landet zwischen dem ersten und zweiten Platz. Einer von den drei auf jeden Fall. Wir nehmen den. Bestätigen. Wie geht das nicht? Ah, jetzt so. Komm ein bisschen schneller hier. Das ist unser. Das ist unser, ne? Ja, das ist unser. Kugelblitz. Jawoll. Ja, du schaffst das, Junge. Oh, oh, fuck. Er ist Dritter. Das ist der Letzte. Auf wen habe ich das gesetzt eigentlich? Nummer 4, oder? Okay, habe ich verloren? Ich habe verloren. Habe ich gewonnen? Ich habe verloren. Du Arschloch. Möchtest du die Chocobo kaufen? Ja. Ja. Ja, bitte. So. Eine Welt kostet ja. Und wen haben wir denn hier? Helium 6. Maximal Spiel 88 kann man. Okay, das ist 100 kmh, 105. Okay, den, wir nehmen Andi. Andi, alles auf 1, ja? Du schaffst das, Junge. Gut, los geht's, Andi. Du bist mein Mann, ich vertraue dir. Du hast die meiste Ausdauer und die meiste kmh drauf. So. Verdammt, ich hätte mir die Farbe merken sollen. Egal. Einer von den Pinken ist es, glaube ich, auf jeden Fall. Der Grüne ist auf jeden Fall Erster. Jetzt ist Andi Fünfter. Andi ist Letzter. Ja, ich hab schon wieder verloren, kann das sein? Tja, ich hab verloren. Kann das sein? Ich hab verloren. Oh mein Gott. Ja. Ja. Welchen Rang möchtest du wählen? B. So. Jetzt enttäuscht mich nicht. Wer von denen ist jetzt... Okay, warte. Vielleicht muss ich mal gucken hier nach den Dings da. Okay, oh, die sind alle auf Augenhöhe, was kmh angeht, dann soll ich mal auf die Ausdauer achten. Das ist halt 28. Okay. Okay. 98 kmh hat der 96. Wir hatten die Ausdauer, 96. Ja, komm, wir tippen mal, dass Sarah Erster wird. Ja,
Sarah, enttäusch mich nicht. So ein blauer Nachten. Blaues letzter, vorletzter, dritter, vorletzter. Es sieht nicht gut aus. Und ich war scheiß gleich drauf, ja. Boah, Sarah, Alter. Und ich weiß, du hast doch das Zug mit den besten Dings. Was ist das denn für eine Scheiße? Okay, Sarah hat verloren. So eine Scheiße. Komm, nochmal. Jetzt das letzte Mal. Ja, komm, wir machen das letzte Mal jetzt. Komm, wieder eine Hütte. So. Komm, jetzt hier so gut ist. 105. Nimm mal jetzt der mit der meisten aus, so. Oder wir machen mal so Durchschnitt. Der hat ja meist aus, so. Der meist Kammer. Eine Tür hat den wenigsten, den nehmen wir nicht. Okay, wir können den hier nehmen. Ja, machen wir mal. Wir machen mal. Gehen wir wieder das Risiko ein. Wir gehen das Risiko wieder ein. So, ich habe mir die Farbe nicht wieder gemerkt. Scheiße. Ich glaube, der war lila, ne? Lila war das. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus wieder. Boah, wieso werden denn eigentlich alle meine Chocobos Leute letzter? Das ist doch voll der Bullshit. Der wird jetzt, naja, ist auf dem letzten Platz gelandet. Das kann nicht wahr sein. Er kann nicht wahr sein. Meine ist sogar noch letzter geworden, ne? Ich hab verloren. Ja, komm, einmal können wir noch machen, ja. Machen wir 100 Gil diesmal noch. So. Wir nehmen mal. Komm, Scheiße, wir nehmen jetzt irgendeine. Nehmen ihn, Jenny. Jenny, du enttäuscht mich jetzt nicht. Grün war das. Grün ist erster, sehr gut. Grün ist jetzt vierter, grün ist fünfter. Grün ist dritter. Grün ist vierter. Grün ist vierter. Du musst zwischen 1 und 2 landen, Jenny. Der ist mich echt. Okay, jetzt ist sie wieder Dritter. Ja! Gewonnen! Geschafft! Gott sei Dank! Ja, Jenny! Du hast gewonnen! Ich hab eine Hype-Portion bekommen. Was? Ich hab verloren? Ah, komm, das Spiel stinkt zu Kotten. Komm zu Chocobo-Rennen. Okay. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt noch? Ja, okay, das geht noch. Ja, komm, machen wir nochmal. Ja, ich möchte noch Chocobo-Karten kaufen. Ja. Ja, möchte so. Mal wieder B, so. Wir haben hier so schönes. Ich nehme mich, Graham, du bist mein Mann. Komm. Geh wieder auf. Erster und Zweiter. Ach so. Das heißt, er muss Erster werden. Ich hab Blau genommen, ne? Blau ist Letzter. Also, das ist mal jetzt das Schwerte. Das ist sonst ist es ja behindert. So, Blau wird wahrscheinlich Letzter, so wie es aussieht. What the fuck, Blau, komm schon. Blau ist Erster. Ich hab gewonnen. Ich bin Erster geworden. Ja. Was? Ich hab wieder verloren? Hey, wie geht sowas? Ja, ich versteh's nicht. Alter, vielleicht hat. Ja, können wir das erklären. Das Chocobo-Rennen findet auf einer virtuellen Rennbahn statt. Das Rennen ist von. Das sieht besser aus. Du sagst hier voraus, welcher Chocobo-Sieger und welcher Zweiter wird. Und dann kannst du kaufen, dass du dir inzwischen Karten kaufen. Wenn du die Karte, die du gekauft hast, gewinnt, bekommst du eine Karte für einen Artikel. Du kannst die Karte gegen Artikel oder GB wechseln. Okay.
Jeder will. Eine Wette kostet, ja. Ich verstehe aber nicht, wie ich das jetzt. Ach, mit Kreis. Ach, deswegen habe ich. Ich muss das noch mit Kreis bestätigen. Oh Gott. Kein Wunder, dass ich gewonnen habe. So, gucken wir mal, wen haben wir denn jetzt schon? Du hast gute Ausdauer. Du hast gute Ausdauer, Alter. Und 2 Kamera. 104 Kamera. Wir leben mit 104 Kamera. So. Komm, wir trauen mal, dass Blau gewinnt. Oder warte. Ein Gefühl sagt mir, dass Dings gewinnt. Ja, mit der höchsten Ausdauer, der hier. Mein Gefühl sagt mir das so. Wenn Blau gewinnt, trete ich mir in die Eier. Also los. Na, los geht's. Okay, Blau ist Erster. Meine war Lila, ne? Ich trete mir in die Eier. Ich trete mir selber in die Eier. Ich hätte Blau nehmen sollen. Meiner ist auf dem Vierten. Oh, meiner ist jetzt. Meiner ist Erster, oder? Ne, meiner war Lila, ne? Hab verloren. Ja, ja. So. Ich hab verloren. Komm, ja. Wir wollen. Ja, auf jeden Fall. Lila, so. So, wen haben wir hier so schönes. Okay, 100 km/h ist Maximum. Ja. Der hat. Okay. Der hat die meiste Ausdauer. 318. Oh, der hat die meiste Ausdauer. Ja, komm, dann wetten wir mal auf dich, ne? Gut. Du bist mein Mann. Du machst das jetzt. Ich glaube an dich. Fuck. Welche Farbe war das nochmal? Madame! Ich glaube blau, ne? Oh ne, ich glaube schon wieder verloren. Egal, nicht die Hoffnung aufgeben. Ich hätte fast einmal gewonnen, ne? Und dann habe ich verkackt, weil ich nicht gewettet habe. Das ist nicht meine, ne? Ich komme einmal blau, ne? Ja. Komm, einmal machen noch. Einmal können wir noch machen. Ja, einmal können wir noch machen. Ja, schon wieder B-Wette, so. So. Was haben wir hier so schönes? Nummer 3 ist das höchste. Okay, Level 15. Ich nehme Sammy. Nee, Sammy. So, grün ist mein Mann. Und letzte Wette. Los geht's. Grün. Grün ist letzte. Grün struggelt, jetzt der dritte. Ah, sieht nicht auch gut aus dem Grün. Was? Ausgenockt? Was? Willst du mich verarschen? Der hat doch die meiste aus. What on earth? Ja, komm nochmal. Einmal können wir noch. Mein Gott, ich bin ein bisschen süchtig da. So, ja, ja, bla bla. Gut, das haben wir noch hier. So, ich brauch Dings, sonst kann ich halt nicht teilnehmen. Aber wir nehmen den Durchschnitt. Wir nehmen einfach mal. Wir nehmen die, wir nehmen Blau. Auf den ersten. So, los geht's. Blau war das, ne? Na, weiß war meiner. Oh ja, wir sind Vierter. Fünfter. Tja. Sechster. Fünfter. Sechster. Tja, wird nicht gut aussehen für mich, ne? Oh, weiß ist wieder vorne. Oh, 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 oh. Ja, gewonnen, gewonnen. Jetzt hab ich gewonnen. Jawohl. Also zumindest müsste ich gewonnen haben, allerdings, ne? Hab ich trotzdem verloren? Wie?
Ich verstehe das nicht. Komm, fuck off. Du Scheiße. So, was haben wir hier noch? So, Battle haben wir noch. Aber Battle kann ich ja nicht machen. Ey, wie mache ich das denn? Ich habe jetzt nicht gelesen, was sie gesagt hatte. Ey, das ist so scheiße. Ich habe kein Ding sammeln können. Okay, Round Square. Chocobo-Rennen, das Event. Ein unterhaltsames Show erwartet dich. Battle, Wonder. Eine Reihe von Spielen erwarten dich. Sammle hier dein GP und Messe. Wonder kann ich auch mal gehen dann. Speed? Immer auf Speed, ne? Was ist denn Speed? Speed. Das sind eigentlich hier oben. Achso, hier oben kann ich halt zu den anderen hin. Gut. Verdammt, ich hab vergessen, ich habe ja kein GP, ne? Das heißt, ich kann das nicht machen. So, das heißt, ich muss zu Wanda. Gut, hier kann ich Dings wohl sammeln. Du hast nur GP. Tausch dein GP gegen den Preis, müsstest du tauschen. Ich kriege nur GP, ja. Basketball. Ein Spiel, 200 Gil. Halte Kreis, um Kraft auszuladen und Kreis, um das. Okay, ich versuch's. Okay. Komm nochmal. Jawohl. Okay, der war schwach. Okay. Ein GP halt. What? 200 Gil kostet mich das und ich muss kriegen nur ein GP. Okay, ich hab's glaube ich jetzt drauf. Sekunde. Was? Okay, ich hab's noch nicht drauf. Wie viel Geld habe ich denn überhaupt? Pff, das wird nichts. Was haben wir noch hier? Bitte sprich jetzt nicht mit mir. Ja, okay. Wunderfänger, ein Spiel, ein Geld. Ich versuch's. Nichts bekommen. Ja, komm nochmal, ich versuch's. Trank, lol. Oh. Du hast 2 GP. Ja, tauschen. Nee, nein. Ja, jetzt schauen wir mal, was wir hier so haben. Ein Spiel. Ja, nochmal, komm, machen wir nochmal. Das ist mein letzter Versuch jetzt. Das ist ein Scherz. Kann ich noch ein Spiel machen? Ich bin arm. Ich habe alles verloren. Ich bin pleite. Ich habe alles verloren. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Ja, komm, dann fahren wir wieder nach Hause. Verkackt der Scheiß einfach nur, so ein Dreck einfach nur. Ja, komm, ab nach Hause, zurück mit mir. Gut, dann merke ich mich mal, ich gehe zum Scorsese, damit ich genug Geld habe. Tja, mein Trip nach Goldsmith war ein absoluter Fehlschlag. Aber nichtsdestotrotz, machen wir beim nächsten Mal weiter. Also bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao!